Hallo Leute, willkommen zurück bei Battlefront Global, wo ich heute einen kleinen Racheakt quasi vorhabe, etwas endlich fertigbringen will, nämlich die Michelle GDC. Zu der habe ich ja schon einige Zeit einiges gemacht und bisher noch nicht fertig bekommen. Deswegen probieren wir die heute nochmal mit dem, was wir jetzt an neuen 7-Sterne-Einheiten haben. Ihr seht ja schon Zenya und Rice, was von meinen eigenen mit drin und einen Trident-Freund mit. Ich glaube, der hat Demon Core und den Trident-Speer. Was natürlich dementsprechend cool ist und dementsprechend viele HP macht, wie man da sieht. Mal sehen, ob ich es damit endlich hinbekomme. Tatsächlich einen Attack-Down, also nicht einen Attack-Down, Injury von Edea hinbekommen. Und da wir Edea schon wieder voll haben, können wir mit ihr einfach normal Brave bursten. Für viele Treffer. Leider hat sie gar nicht gesparkt. Schade. Ich habe auf ihr jetzt den die neue Sphäre drauf mit der Brave Burst Erfüllung, wenn man sparkt und der Status Immunität und natürlich zu ihrer eigenen Sphäre, die schon Weak Element Immunität gibt, was ihr sehr entgegenkommt und insgesamt sie unheimlich stark macht. Sie hat dann zwar nicht die Monster HP, weil ihre Sphäre selbst halt keine HP. Was mache ich denn da? Das wollte ich. Eigentlich wollte ich nur das machen. Ich da ein bisschen verklickt, weil ich ja das übereifrig war. Gibt halt nicht die Monster HP, aber gibt halt insgesamt Monster Death. Was halt ganz gut funktioniert. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich das da halt insgesamt hinbekomme. So. Auf jeden Fall hier die die SBBs mit einbringen. Idee ein bisschen machen. Das einzige Problem, was ich tatsächlich mit der Sphäre mit ihr habe, ist die Tatsache, dass sie sehr schnell zuhaut in ihrem Brave Burst, sodass es halt dann, wenn man so aussieht, dass wenn man sie am Anfang einsetzt, um Statuseffekte aufzuheben, was ich halt oft mache, man da meistens mit ihr nicht sparkt, was halt unpraktisch ist. Keine Mitigation diese Runde. Und wir haben noch Schildrest übrig. Ich hoffe, dass das reichen wird. Wenn sich jetzt aber mit Edea mal garden. Falls was schief geht, will ich sie auf jeden Fall am Leben behalten. Und ja, das hatte ich ein bisschen befürchtet, dass wir in dem Moment gerade seine 50%-Marke knacken. Und dafür natürlich dann gut was abbekommen. Aber wahrscheinlich kommen wir da trotzdem gut genug durch. Sweet. Ja, Zenya setze ich mit Eule unheimlich gerne ein, weil sie nun mal Spark-Schaden und was war das andere? Genau, BB-Attack ab auf einem sehr, sehr praktischen Level vereint. Sie hat ja... warte, wo noch? Ich habe die Daten ja doch gehabt. Noch kann ich nicht alles auswendig. Sie hat ja im SBB Spark Bonus und BB Attack Up und im Leader Skill BB Attack Up und Attack Up, was ich hier tatsächlich nicht nutze. Aber einfach das 80% Spark Spur und 200% Bonus, 200% BB Attack ist ziemlich cool. Man könnte sich natürlich hinstellen und da irgendwie zwei einzelne Anführer mitnehmen, die einem quasi beides geben, aber ein Stück stärker. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, okay, ich nehme einen Raga für ein bisschen höhere Spark Damage und eine Lava für ein bisschen höheren BB Damage ab. Aber so kann ich halt auch noch eine andere Einheit mitnehmen. Also mein Problem ist, ich wüsste nicht, wen ich quasi raussetzen würde. Ich habe jetzt ja schon Quiet gegen sie ausgetauscht. Aber ich stehe an so einem Punkt von, wen würde ich da noch austauschen wollen? Ich würde mich nicht hinstellen wollen und Kikuri rausnehmen wollen, weil ich bei ihr halt den Brave Burst auf Flung über Angriff mit brauche. Fever für die Herzkristall-Drop-Rate, unheimlich wichtig, wenn ich die nicht mit drin habe, ständig momentan von den Problemen von meinen Einheiten, würden nicht genug Lebenspunkte generieren. Reis brauche ich als Anführer für den Crit-Bonus, ja, und dann bleibt halt auch nur noch die Mitigator da unten. Da wüsste ich echt nicht, wen ich hier noch auswechseln könnte. Und ich befürchte, es war nicht ganz optimal, wie wir jetzt den Wechsel machen, aber da wir erstmal eh nur gegen Michelle alleine kämpfen, ist es eigentlich egal. Es geht ja nur gegen ihre vier Stufen waren es, wo man sich zu Tode langweilen kann.
Das Gute ist, wie gesagt, wir haben bei Edea Weak Element Immunität, das heißt, ihr kann da nichts passieren. Lichtgegner treffen, wenn ich mir das Einzige, der tatsächlich mit Elementkämpfen Probleme bekommen kann, an irgendeinem Zeitpunkt, ist an dieser Stelle Triden. Und der ist mit 18.000 HP, glaube ich, so gut dabei, dass das ziemlich egal ist. Und ich mir da auch jetzt nicht so wirklich Sorgen machen muss. Ich habe das hier als die langweiligste Phase der GGC, die ich bisher mal hatte, in Erinnerung, weil man ja nun mal immer nur wieder auf die gleiche Michelle trifft, die halt nicht wirklich was kann. Und es halt wirklich nur langwierig ist. Wobei ich kenne halt Leute, die sich auch, denen es, als sie rauskamen, passiert, dass sie sich hingestellt haben, festgestellt haben, die stirbt ja immer wieder, aber die kommt auch mal wieder. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich breche mal die Quest ab, starte mal das Spiel und informiere mich mal, was da los ist, dass ich dann so eine Schleife reingelaufen bin. Nur damit sie dann festgestellt haben, ach fuck, das war ja doch gar kein Bug, das musste ja so. Und sich dann geärgert haben. So, nutzen sich jetzt aber Idee, auch wenn es eigentlich nicht muss. Ich meine, guckt euch an, wie wenig Schaden wir da so schon genommen haben. Geht nur darum, dass wir sie jetzt einmal tot haben und dann mit ziemlich vollem SBB wieder am Anfang ihrer HP stehen und denke ich, eine ganz gute Schleife aufbauen können, wo wir ja dann einmal voll reinhauen und sie dann fast tot haben und sie dann mit normalen Angriffen tot bekommen, um sicherzustellen, dass wir sie dann halt mit vollem SP wieder rauskommen. Und das können wir dann durchhalten. Und können das quasi so oft machen, bis dann Besuch dazu kommt und sobald der dazu. Nee, für die 50% von dem muss ich zusehen, dass ich Ultors Schild da habe. Das kann ich also eigentlich ein bisschen früher schon vorbereiten. Na, ja, starten wir so, auch wenn es eigentlich mit dem SBB von Idee ein bisschen überflüssig ist, aber ich habe keine Lust hier alles klicken selber machen zu müssen, wenn man das auch so ein bisschen abkürzen kann. Wow, wir haben sie in einer SBB-Salve erwischt. Das ist sogar noch mehr Schaden, als ich erwartet habe. Jetzt kommt die dritte Form. Und ich glaube, nach der vierten kommt dann das erste Mal Lodin dazu. Oder kommt das. Ne, als erstes kommt ja Duelist Jax dazu. Richtig, so war das. Jetzt stehen wir hier natürlich vollkommen ohne SBB. Das ist vielleicht nicht die intelligenteste Lösung. Aber hey, wer kann schon an, dass wir sie damit in einer Runde kaputt bekommen? Ich nicht. Ich hab das immer mit diesem Squad. Man macht so am Anfang so ein bisschen Schaden und denkt sich, oh, geht ja moderate los. Und dann kommt der auf einmal so eine richtige Kurve, wo man so massig Schaden reinkommt. Das ist super schön anzusehen. Es hat einfach Spaß, sich das anzusehen, sich zu denken, wow, here comes the pain. So, machen wir uns wieder Variante einfach, weil noch sind wir im harmlosen Bereich. Sie mit ihren viel zu langen SBB-Namen, sodass man selbst in ihrer Einheitenbeschreibung das Baby-Level nicht mehr richtig erkennen kann, weil der Name da drüber geht. Was ein bisschen doof ist, aber naja. So. Dum 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 dum.
Ich glaube aber, ich möchte jetzt tatsächlich erstmal nur mit Brave Burst gegen sie, mit normalen Angriffen gegen sie arbeiten. Solange wir unsere Buffs haben. In der Hoffnung, dass wir sie damit tot bekommen und nur Idea verbrauchen, damit wir in der Lage sind, halt da ein bisschen vollen SPB am Anfang der ihrer nächsten Stufe rauszuhauen. Und das werden wir diese Runde einfach wiederholen. Wobei ich. Doch, eine Runde müssten wir eigentlich noch Buffs haben. Ah, das reicht doch. Ey, Rice bitte auch noch angreifen, den habe ich gerade vergessen. Und da kommt sie nochmal. Idea ist jetzt noch nicht voll. Aber ich denke, wir werden auch ohne Ideas SBB Mitigation aktiv gleich keine Probleme bekommen, da wir immer noch zur Sicherheit Tridents Schild haben. Was mich da hoffentlich absichert. Aber mir scheint, wir sind jetzt in der härteren Stage, weil wir machen massig weniger Schaden. Ja, da ist Dual SGX mit da und ich überlege, aber ich denke, wir können noch mit normalen Angriffen arbeiten, bis wir vollen SBB wieder haben, was nächste Runde der Fall sein sollte und dann voll raushauen. So, und da haben wir sie alle. Wir werden jetzt einmal voll reinhauen. Und dann nächste Runde Ultras Schild anschmeißen, denke ich. Also den UBB angehen. Ich will mal, bevor wir das machen, eine Kleinigkeit nachgucken, bevor ich das gleich versemmel. Und zwar, wie sieht das aus? Sein UBB-Schild, wie lange hält der? 2 Runden. Das heißt, wir wollen uns das, na, doch ein bisschen besser timen, denke ich, weil wichtig wird es halt, wenn die über die 50% gehen. Wir werden aber schon mal Angel Idol einsetzen. Und jetzt erstmal wieder voll draufhauen.
Ja, das sieht insgesamt doch alles soweit ganz gut aus. Jetzt hat Senja schon zerlegt. Haben wir schon irgendjemanden unter irgendeine Grenze gebracht? Nein. Dann werden wir jetzt Senja wiederbeleben. Hier den Overdrive aktivieren. Weil ich denke, das werden wir doch brauchen. Und dann mal wieder richtig zuhauen. Autobattle ist dann einfach der entspannte Weg zum Starten des Zuhauens, weil wir damit auf jeden Fall gut sparken. Und ich halt weniger klicken muss. Was immer eine angenehme Sache ist. So, Trident ist auch voll geworden. Und er gibt neben dem den Buffs, der er dort hat, noch einen Brave-Kristall-Fill-Rate. Weswegen wir den Schild als letztes, zumindest nach Fever einsetzen wollen, um sicherzustellen, dass wir halt diesen Fill-Rate-Bonus dort noch bekommen. So, wir sind jetzt, glaube ich, soweit, dass wir hier nämlich Leute vorhaben, dass sie gleich in die 50% rübergehen. Hast du deinen Buff noch? Ja, hat Angel Isle noch. Und wir sehen mittlerweile sogar Leader-Skill-Item und Sphären, die hier aktiv sind. Out of the Blue Abyss und Supreme Serraying Spirit. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Da sehen wir den Extra-Skill, da sehen wir die Sphären. Das ist also eigentlich super informativ, alles, was man wirklich tatsächlich braucht. Und das Gute an Trident ist tatsächlich jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich vor meinen anderen Einheiten aktiv haben, weil er tatsächlich auch den Schaden meiner Einheiten halt nicht boostet. Das Einzige, was er gibt, ist halt eine höhere Brave-Kristall-Drop-Rate. Die aber reicht, wenn wir sie auf ein paar der Einheiten mit haben, weil wir werden ja sowieso voll. Dazu kommt dann noch... Ich sehe gerade, er gibt auch eine Herzkristallrate. Ich hätte also FIFA eigentlich komplett sparen können. Das heißt, ich könnte FIFA dauerhaft durch ihn ersetzen in meinem Team. Das klingt auch verlockend. Ansonsten hat er noch eine 30% Chance auf gegnerische Attack, 80% Down und auf Death Down noch das gleiche. Wobei Attack Down da deutlich interessanter ist. Jetzt kommen die harten Angriffe. Das Gute ist, der Schild hält. Bei Idea scheinen sie den Schild weggehauen zu haben, aber sie hat trotzdem danach noch genug übrig. Also Lodin hat ja so One-Shot-Sachen und dieser One-Shot scheint sich in dem Schild gefangen zu haben. Den Schild zwar komplett zerstört, aber sie überlebt es halt. Aber wir haben alle Buffs entfernt bekommen. Schweinepriester, das heißt, wir werden jetzt sicherheitshalber das Goddess Idol nochmal einsetzen. Und ich werde jetzt auch wieder den Schild überschreiben. Weil wir haben halt hier alle unter 50%. Also die richtig harten Angriffe erwarte ich nicht mehr. Und dann hat halt auch Idea auch wieder Schild. Ich könnte jetzt sagen, so, ich verzichte darauf Trident und setze mit ihm nur einen ganz normalen Angriff ein. Dann würden wir in dem Moment den Schild nicht überschreiben. Dann würden ganz, ganz viele Leute noch ihre, was sind das, 15.000 bis 20.000 HP-Schilde, die noch übrig sind. Aber eher 15.000 bis 18.000, die noch übrig waren, behalten. Aber dann hat Idea halt nichts und ich will nicht riskieren, dass Idea da wegstirbt. Dann bauen wir lieber darauf, dass der normale Schild für die meisten Sachen ausreichen sollte. Und ich merke gerade, dass es... Oh, verdammt, ich habe den gleichen Denkfehler schon wieder gemacht. Ich habe das zweite Goddess Idol schon eingesetzt. Und damit werde ich es in der letzten Stage nicht einsetzen können. Was heißt, ich muss dann... Du lässt Jack schnell genug töten, weil ich sonst das Problem habe, dass er platzt und alles umbringt. Weil ich nicht daran gedacht habe, ein Goddess Idol übrig zu behalten. Ich habe vorher schon eine Aufnahme gestartet und dann gemerkt, fuck, ich habe es vergessen. Starte ich nochmal neu und nehme es mit. Um genau den gleichen Fehler nicht zu machen. Und jetzt mache ich ihn direkt wieder, indem ich halt... Also nicht direkt wieder, aber ich mache ihn halt wieder, indem ich nicht daran denke, dass ich das noch brauche. Michelle selbst ist auch wieder da. Okay. Ja, komm schon, mach hinne. Ich will bei ihr mal nachschauen, wie viel sie hat. Also sie ist nämlich jetzt voll... Kannst du bitte auf irgendjemand anders klicken? Danke.
So. Auto-Battle wieder ausmachen. Was doof ist, wir haben halt jetzt in ein bis zwei Runden wahrscheinlich die Masse tot und dann lebt Michelle alleine noch weiter. Und leider komme ich auch wohl nicht dazu, meinen UBB aufzunehmen. Ich hätte mal die Cures weglassen sollen. Mein Gedanke war, ich nehme die Cures mit zur Sicherheit, falls ich mal hochheilen muss. Aber das geht soweit ganz gut. Also wenn wir... Entweder wir sind tot, wie in einem Fall bei Xenia am Anfang, oder wir kommen da sicher durch. Halt, stopp, genug. Gut, wir können sie nochmal wiederbeleben, das werden wir auch. Können die Cures dann jetzt doch benutzen? Auch wenn ich sie eigentlich dann im Nachhinein lieber irgendwas anderes mitgehabt hätte, was mir weiterhilft. Zweifelsfall noch ein Angel Idol. Ich hoffe, wir kriegen das auch so. Und eigentlich müssten wir mit dem Crit genug Schaden an ihm in der letzten Stage machen können, aber man weiß ja nie. So, eigentlich müssten wir jetzt diese Hunde auch selber einen Tod bekommen, was den schönen Vorteil mit sich bringen würde, dass wir danach die keinen Death-Buff mehr bekommen, nach drei Runden später, was dann den hübschen Effekt hat, dass wir wieder mehr Schaden machen. Ja, jetzt bleibt nur Michelle übrig. So viel zu die. Get your power, ja. Das wird jetzt nochmal ein bisschen ätzend, weil sie ist halt jetzt noch voll da. Und ihr seht, wie gut sie hier zuhauen kann, obwohl wir Mitigation anhaben. Und ein Schild. Mal sehen, wie viel wir wegbekommen, vor allem auch wie viel Brave-Auffüllung wir hinbekommen. Leider werde ich wohl bis zur nächsten Runde keinen Overdrive wieder hinbekommen. Das wäre so meine Hoffnung, dass wir dann irgendwie entweder Ryze oder Xenia in den Overdrive schicken können. Xenia ist da ja prinzipiell auch sehr cool für. Weil, was war das? Hitcount 200% mehr, sprich Verdreifung der Treffer, 250% Attack, 500% Baby-Attack ab. Wow, haut gut rein, ne? Und wir haben nicht einen voll bekommen. Wow. Und Michelle haut zu wie ein Monster. Und hat uns auch, glaube ich, irgendwelche Buffs weggenommen, weil wir kriegen keine Brave-Buffs-Auffüllung hier, wenn wir angegriffen werden. Doch, ein bisschen kriegen wir. Okay, dann hat sie die nicht weggenommen. Dann hatte Idee einfach nur unheimlich viel Pech. Grand Wave. Die anderen wird hinterher. Leider machen wir in der Form halt mit, auch mit Normalangriffen und Crit eigentlich nicht genug Schaden. Müssten wir schon ein paar SBBs zünden. Ich denke, wir werden jetzt gleich erstmal wieder aufs Schild setzen, damit wir überhaupt bis in die nächste Stage, bis in die nächste Runde kommen, weil ich will jetzt nicht jede Runde eine Fujin einsetzen müssen. Das wäre echt uncool. Aber wir dürften so auf einer Position sein, wo wir sie in nächste Runde kaputt hauen mit normalen Angriffen. Und dann kommen wir wenigstens mit gut was an SBB in die nächste Stage. Und ja, dann bleibt nur die Hoffnung, dass ich da schnell genug Schaden mache. Ich kann mal schauen, ob sich das nicht irgendwo finden lässt. So, da haben wir die beiden. Das heißt, wir haben erstmal nur Duelist Jaxel, der halt meint, sich umbringen gleich zu müssen.
Deswegen hauen wir hier in der allerersten Runde voll drauf. Dann werde ich in der nächsten Runde wahrscheinlich Senja in den Overdrive schicken, weil wir werden halt eh nicht voll werden. Und hoffen, dass wir damit einfach genug machen. Ich sollte mal nachgucken, ob der Angel Eye Buff noch da ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich sehe da auch nichts über ihrem Kopf. Das war echt ein bisschen sehr doof von mir. Oh Gott, machen wir da... Komm schon, jetzt muss die Schadenswelle reinkommen. Wenn das was werden soll. Familiarisches Frenzy. Ich weiß auch nicht wirklich, wie viele Runden sie dafür braucht. Er dafür braucht. Das wäre halt interessant zu wissen. Leider finde ich da keinen von Sex. So, wir haben wenigstens Senja so voll bekommen. Das heißt, wir können theoretisch gesehen auf die Fujins bei anderen einsetzen für mehr Schaden. Zum Beispiel bei Edea. Mal sehen, auf wie viel wir da jetzt tatsächlich kommen. Oh, da kommen Crits durch. Also wenn wir critten, machen wir ihm massig Schaden. Und noch ist auch Michelle noch nicht mit hier. Energy at 20%. Aha, da sollte ich drauf achten. Er lädt sich damit auf. Und ist jetzt bei 20%. Wenn er bei 100% ist, kommt der Boom. Das heißt, wir setzen jetzt eine Runde lang normale Angriffe ein, weil wir haben ja die besonders hohe Hitzahl. Damit haben wir auf jeden Fall gleich vollen SBB, gehe ich von aus. Weil mit hoher Hitzahl haben wir natürlich auch dementsprechend viel mehr Drops. Wir machen auch so gut Schaden. Wow, das ist... Da machen wir mit normalen Angriffen ja fast mehr Schaden als normalerweise mit SBB gerade. Geile Scheiße. Ach, Senja ist schon super, nicht wahr? Energy 45%. Das war aber jetzt ein großer Sprung. Drei Runden für 20, eine Runde für 45 hoch. Das gefällt mir nicht so. Aber da ist Michelle da. Wir setzen den Fokus weiter auf Dual SGX, ganz klar, weil der muss sterben. Aber das heißt, wir haben bessere Chancen, jede Runde SBB zu bekommen. Weil halt zwei Ziele, da sollte das funktionieren. So. Ist sie schon wieder... Wir haben sie schon wieder kaputt gehauen. Das wird mich ja ein bisschen überraschen. Wir setzen hier bei Rice mal den Fujin ein, damit er auch SBB hat für nochmal mehr Schaden. Edea BB ist ja quasi richtig rum sogar, weil wir möchten ja, dass sie nur BB einsetzt für mehr Schaden und mehr Dropchecks an einem Ziel. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir ihn dann tatsächlich diese Runde kaputt. Leider dürfte Senjas Buff... Doch, naja, doch, der hätte letzte Runde noch aktiv sein müssen. Also eigentlich hätten wir da mehr Schaden machen müssen an ihm. Weil der drei Runden hält. Also jetzt dürfte er eigentlich wieder vorbei sein. Wobei, ja, Blödsinn. Der Runde, in der wir letzte Runde der Senja eingesetzt haben mit ihrem SB, hat sie natürlich ihre Buffs wieder überschrieben. Zumindest den Baby-Attack-Buff, der 5% sind, sie haben wieder mit 2 überschrieben. Aber okay, wir haben ihn. Happy! Das war ein bisschen Glück, dass wir das noch geschafft haben. Das hätte ich auch sicherer haben können, indem ich einfach einen Angel Idol eingesetzt hätte und dann Auto-Battle und gut ist, aber naja.
I also like to live dangerously. XP, ja, nett, nehme ich. Das Interessante sind halt die Gems, weil Gems sind immer gut, und Dual Fragment, die Sphäre, auf die wir noch einen Blick werfen können, und natürlich die Tatsache, dass ich das jetzt auch durch habe, The Ten Winged Tormentor, was war das, irgendwie jemand, der, glaube ich, gerne rumschreit und, und quasi Leute reizt, glaube ich, könnte man halt statt Blades of Ultor hier einsetzen. Ich packe mir mal meine Filter zurecht. Jip, jip, jip. Und zwar haben wir weit unten. Spirit Tiara. Ja, müsste noch ein Stück weiter unten sogar sein. Genau, Dual Fragments. Das ist das neue. 30% Attack und Max HP, was halt gut ist. Critical Hit Rate Boost. Und Death Ignore und Brave Burst Auffüllung. Chance auf Death Ignore nicht garantiert. Und Chance Brave Burst Auffüllung, wenn man crittet, was natürlich eine coole Sache ist. Ich werde für Ryze trotzdem bei dem bleiben, was er jetzt hat, dem Blade of Ultor, die halt Attack und Death gibt, kein HP, okay. Da, Critical Hit Rate, ja, haben sie beide, ist auch bei beiden, bei, ich glaube, bei Dual Fragments sind 20, hier sind 10, aber das Interessante ist halt Double Crit Hit Damage, was halt einfach den Schaden erhöht, und mit seinem Leader Skill alleine bekomme ich ihn gut genug voll. Ich könnte halt auf die Dual Fragments gehen, um ihn ein bisschen besser voll zu bekommen, aber er wird halt so genauso voll wie der Rest des Teams. Also das passt auf einem Level. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, hey, er hängt da hinterher, ich muss ausgleichen, aber es bringt mir halt auch nur begrenzt viel, ihn da weiter hochzuhauen. Dann habe ich ihn zwar jede Runde SBB, aber meistens ist ja das Wichtige, dass ich Idea voll bekomme. Und bei ihm kann ich halt sagen, so okay, alle drei Runden reicht zur Not auch noch. Ich muss ihn nicht jede Runde SBBen. Klar, jede Runde SBB ist cool, aber gegen einzelne Ziele geht es nicht. Aber gegen zwei Ziele haben wir ja gesehen, reicht es eigentlich insgesamt schon. Da setze ich lieber darauf, dass ich meinen Crit-Schaden verdopple und damit dann halt Monster-Damage mache. Weil dafür ist er richtig gut. Ja, aber da würde ich sagen, haben wir es heute auch erstmal wieder. Ich bin froh, dass ich das endlich auch hinter mir habe. Ein paar Kleinigkeiten sind ja noch offen, die ich noch nachholen muss. Ich habe da noch ein Trial, was mir noch fehlt. Das wird auf jeden Fall die Tage auch noch kommen. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und macht's gut.